Die Stimme ist unser Markenzeichen. Sie verrät viel über unsere Gefühle, die Stimmung, Nervosität. Man kann mit ihr Spitzensport betreiben oder sie einfach im Alltag verwenden. Nicht nur für die Sängerin ist ein Leben ohne Stimme undenkbar. Ich glaube, es wird mir alles fehlen, weil ich brauche meine Stimme zum Singen, zum Reden, zum mit Leuten in Kontakt zu kommen. Ich rede sehr viel und sehr gerne, also weil das für mich als Armutszeugnis eigentlich, wenn ich nicht mehr könnte reden. Als Vater von 3 Kindern und 2 Enkelkindern braucht man die Stimme schon, oder? Ich glaube nicht, dass die Schweiz viele Alternativen jobmässig anbietet, wenn man keine Stimme hat. Es geht uns allen gleich. Wir wollen gehört werden. Und ohne Stimme sind wir ziemlich verloren. Die Stimme ist unsere Visitenkarte, mit der wollen wir andere beeindrucken und überzeugen. Und wenn sie weg ist, merken wir erst, was sie wert ist. Das Requiem von Giuseppe Verdi. Wer das singen kann, weiss, wie man die Stimmbänder managt. Julia Schivova ist Sopranistin und Kabarettistin. Sie selbst bezeichnet sich als Singfluencerin. Und als Stimmcoach arbeitet sie mit Menschen, die ihre Stimmen falsch benutzen. Standing Ovation für Julia Schivova. Ich bin mit dem Star vom Abend in der Garderobe verabredet. Hoi Julia, hoi. Hey, herzliche Gratulation. Es ist, ich muss wirklich sagen, ich habe einen tollen, beeindruckenden, berührenden Abend gefunden. Ich nehme an, es ist wahnsinnig anstrengend für dich. Ja, es ist mega anstrengend. Für wen ist strenger? Für dich als Sängerin mit der ganzen Konzentration oder einfach physisch für die Stimmbänder? Für beides. Also es ist für die Stimmbänder auch, also für die Stimme einfach eine riesige Belastung. Ja. Ja. Ein richtiger Kraftakt. Also man kann das schon mit Sport eigentlich vergleichen. Ja. Die sind so klein, die Stimmbänder. Die sind 1,5 cm vielleicht. Ja. Und die müssen jetzt das einfach aushalten und da ja. Über ein ganzes Orchester und einen Chor, wo irgendwie 150 Leute sind, drüber. Es ist eine enorme Herausforderung, hat man auch gemerkt. Und das kannst du wahrscheinlich nur, wenn du topfit bist, oder? Was gefährdet deine Gesundheit, deine Stimme am meisten? Es hat ein bisschen gezogen dort oben. Ja. Ist wirklich Durchzug schwierig für die Stimme? Ja, also einfach schon jedes Schnüpfeli würde mich eigentlich außer Gefecht setzen. Ja. Jetzt für so ein Werk. Wenn ich andere Sachen mache im Showbusiness oder so, dann kann ich auch noch vielleicht länger singen, aber da muss ich wirklich top fit sein, weil ich muss hoch, ich muss fein hoch, ich muss laut, ich muss tief, ich muss total flexibel sein mit der Stimme. Und ja, da muss ich schon recht schauen. Kann man gurgeln? Kann man irgendetwas machen? Also ich mache viel Randstimmübungen. Das sind die Stimmübungen, die eben um die Ränder der Stimmbänder oder sogar nur die Schleimhaut schwingt. Das sind so. Ernsthaft jetzt, wo machst du das? Im Mikro an der Kasse? Überall. Ja, die denken, die alle spinnen von dem, kommt das auch nicht mehr drauf. Was passiert eigentlich im Kehlkopf, wenn Opernsängerinnen singen? Julia Schivova will es genau wissen. Sie reist nach Freiburg im Breisgau. Denn hier im Freiburger Institut für Musikermedizin können Stimmen sichtbar gemacht werden. Für Sängerinnen wie Julia eine Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Ja, also gut, meine Schwäche, die kenne ich eigentlich ganz gut. Das ist eher die Höhe. Aber ja, es würde mich jetzt erstaunen, wenn etwas ganz Neues rauskommt, wo ich vielleicht etwas Schönes, das wäre es noch besser. Ich glaube, ich gehe gerade rein, das ist gut. Ja, hallo Frau Schivova, freut mich sehr. Stimmforscher Bernhard Richter hat die Stimmen von über 50 Opernsängerinnen und Opernsängern untersucht. Jetzt ist die Sopranistin Julia Schivova an der Reihe. Vielen Dank. Und jetzt bitte mal ganz in Ruhe nur atmen. Jawohl. Und Sie sagen jetzt bitte mal hier. Mehr bitte auf.
Super, machen Sie das. Sehr schön. Und noch mal bitte. Und jetzt können Sie schon diese weißlichen Gebilde sehen. Das sind Ihre Stimmlippen, ja. Die kommen schön zusammen und schwingen auch sehr schön. Sie sehen jetzt auch hier in der Stroboskopie, ist es alles bester Ordnung, so wie es sein soll. Ja? Damit Stimme überhaupt entsteht, braucht es zusätzlich zu den Stimmlippen noch zwei weitere Körperteile. Den Atemtrakt und den Rachen- und Mundraum. Nur wenn diese drei Teile zusammen harmonieren, erklingt eine kraftvolle, gesunde Stimme. Und das passiert wie folgt. Atmen wir aus, strömt Luft aus den Lungen Richtung Mund. Dieser Luftstrom trifft im Kehlkopf auf die geschlossenen Stimmlippen. Dort baut sich ein Druck auf. So lange, bis dieser die Spannung der Lippen überwindet und diese auseinanderdrängt. Diesen Druck unterhalb der Stimmlippen nennt man den subglottischen Druck. In diesem Hochgeschwindigkeitsvideo sieht man, wie die Stimmlippen durch den Luftdruck in Schwingung geraten. Dadurch entsteht ein eigenartiger Grundton, der für uns noch fremd klingt. Erst im Vokaltrakt, im Raum oberhalb des Kehlkopfes bis zum Mund, wird der Grundton zu Vokalen oder Konsonanten geformt. Die Zunge, der Gaumen und die Lippen modulieren den Grundton, der schlussendlich zur Stimme wird. Damit Stimme entsteht, braucht es also alle drei Körperteile. Sie können es vergleichen ein bisschen mit einer Trompete. Dort haben Sie ja auch ein Mundstück. Sie müssen das Mundstück hineinblasen ins Mundstück, dann vibrieren die Lippen. Und Sie haben das Instrument, was hinter dem Mundstück ist, und erst dann klingt es nach Trompete. Also der Klang, den wir von einer Stimme hören, ist durch die drei Elemente aufgebaut. Aber alle drei Elemente sind gleich wichtig. Also wir fangen an mit Bernhard Richter misst nun das sogenannte Singstimmfeld von Julia Schivova. Das heißt, er zeichnet die tiefen, hohen, leisen und lauten Töne ihrer Stimme auf. Und von dem her gehen wir jetzt dann bitte nach oben. Wunderbar, ja, das war schon die Höhe. Die Profisängerin hat ein sehr umfangreiches Singstimmfeld. Bei jemandem, der Probleme mit der Stimme hat, sähe dies ganz anders aus. Jemand, der geschwollene Stimmlippen hat, der kann nicht sehr leise. Der braucht viel Kraft letztendlich, also viel Anblasdruck, bis ein Ton entsteht. Das würde man da sehen können. Auch eine gelähmte Stimmlippe würde man bei dieser Messung sofort erkennen. Denn bei einer Lähmung bleibt der Spalt zwischen den Stimmlippen leicht geöffnet. Was bedeutet, dass die Luft ohne Gegendruck permanent entweicht. Fehlt also der Druck, weil die Lippen nicht schließen, ist der Grundton gestört. Die Folge? Die Stimme klingt wie ein Hauchen. Verändert sich unsere Stimme, sind folgende drei Gründe am häufigsten. Atmen wir falsch und der Druck auf die Stimmlippen ist zu hoch, dann kommt es zu einer funktionellen Stimmstörung. Sind unsere Stimmlippen krank, beispielsweise durch Polypen, eine Entzündung oder Lähmung, dann nennt sich das organische Stimmstörung. Und bei hohem psychischem Stress kann die Stimme plötzlich ganz wegbleiben. Dann reden Ärzte von einer psychogenen Stimmstörung. Für die letzte Untersuchung muss Julia im Magnetresonanztomographen singen. Das Gerät macht dabei den Mundraum sichtbar. Das sieht man nicht ganz gut. Dann sehen Sie schon die deutlichen Veränderungen auch der Position, insbesondere des Kehlkopfes. Das ist ja total spannend, ja. Für die Sängerin ein interessanter Einblick in ihr wichtigstes Instrument. Es bringt mir eigentlich eine Erfahrung mehr mit meiner Stimme. Dann sehe ich, was ich mache. Ich höre den Ton dazu. Dann höre ich einerseits, ist das, finde ich, das ist gut gemacht. Und andererseits, wenn ich sehe, da öffne ich etwas, da mache ich etwas mehr höher, tiefer. Wenn ich das weiss, dann kann ich das auch bewusster noch mal einsetzen. Mit dem Wissen, wie sich ihr Mundraum beim nächsten Konzert bewegt, macht sich Julia Schivova auf den Heimweg zurück in die Schweiz.
Julia Schivova reist aus Freiburg an und ich hole sie am Bahnhof zu Schlieren ab. Wir treffen uns hier, weil Julia ganz in der Nähe als Stimmcoach arbeitet. Zusammen machen wir uns auf den Weg ins Therapiezentrum. Im Verkehrslärm gebe ich beim Reden mehr Druck auf meine Stimmbänder. Kann das schon der Anfang von einer Stimmstörung sein? Ja, sagen wir mal, eben, man ist im Lärm, so wie hier. Ja. Und dann muss man etwas mehr geben. Oder man, muss ja. Man merkt es gar nicht. Man fängt einfach an, ein bisschen zusammenzuziehen, zusammenschnüren. Und dann fängt man sich das so ein bisschen mit der Zeit an angewöhnen. Ja. Oder man ist zum Beispiel in einem neuen Berufsumfeld. Plötzlich ist es einfach irgendwie lärmiger oder es hat einfach neue Anforderungen. Und dann fängt man das mal so ein bisschen an und das tut sich verselbstständigen. Sag mal, jetzt ist es da ein bisschen laut. Ich rede sicher auch lauter, wenn ich normalerweise rede. Fällt dir irgendetwas auf, das man müsste korrigieren bei meiner Stimme? Nein. Gar nicht. Aber etwas weisst du noch nicht. Ich kann zwar gerade ausschwätzen, aber ich kann keinen Ton heben beim Singen. Bringt mir das her? Das glaube ich jetzt noch nicht, Daniela. Das musst du mir dann also zuerst zeigen. Ich werde das beweisen, es wird die Zehennägel rumruggeln. Aber du sagst, man kann da etwas machen. Ja, man kann sehr vieles machen. Okay. Ja, ich bin gespannt. Also, ich habe noch niemanden getroffen, der keinen Ton können singen konnte. Julia glaubt es mir zwar nicht, aber wenn ich meine Moderationen singen müsste, wäre ich glaube der Job los. Über meine Stimme habe ich eigentlich nie gross nachgedacht. Sie ist halt einfach da und ein wichtiger Teil meiner Persönlichkeit. Jetzt möchte ich aber doch mehr wissen über das wichtige Organ. Wäre meine Stimme weg, wäre es ein Albtraum. Das heisst, wenn ich am Morgen aufstehe, dann also ist es wirklich, als hätte man ganz, ganz schlechten Handyempfang. Ich war mir nie bewusst, dass das so, so extrem einschneidend ist im Leben, wenn jemand die Stimme verliert. Beide hatten sie verloren, ihre Stimmen, weil dieses kleine Körperteil, die Stimmlippen, nicht mehr richtig funktionierten. Meistens ist es eine grosse Irritation, wenn man mich das erste Mal hört. Am meisten am Telefon, weil es fehlt wie der optische Eindruck, wie es mir geht. Und die Stimme tönt sehr weinerlich. Es tönt, als wäre ich in einer grossen Krise. Und als käme das Telefon in einem ganz ungünstigen Moment. Vor 4 Monaten sehen wir Esther Brechbühl das erste Mal. Sie leidet an einer Stimmstörung, einer sogenannten spasmodischen Dysphonie. Das heißt, ihr Nervensystem sendet willkürlich Signale an die Kehlkopfmuskeln. Dadurch zucken die Stimmlippen. Die Folge? Esthers Stimme klingt abgehackt. Die Mutter von 2 Kindern bekommt die ehrlichsten Rückmeldungen von den Kleinsten. Es ist so, dass Kinder halt sehr, sehr direktes Feedback geben. Also auch sehr direkt fragen, was hast du, was ist das, wieso tönst du so komisch, du nervst mit dieser Stimme. Ist auch schon, ich finde das anstrengend, dir zuzuhören. Also was sind Kinder? Sehr ehrlich im Feedback und es ist auch nachvollziehbar und ich finde es auch völlig okay, dass das sagen. Markus Haller ist Fahndungsleiter bei der Kantonspolizei Aargau. Er leitet Einsätze via Funk. Gesucht werden 2 Täter, Killengasse. Vor ein paar Monaten konnte er nur noch flüstern, wegen einer gelähmten Stimmlippe. Für den Fahndungsleiter eine Katastrophe. Es sind auch sehr viele Rückmeldungen vom Funk. Nicht verstanden, wiederholen. Dann hast du es nochmal gesagt. Immer noch nicht verstanden, wiederholen. Und dann irgendwann merkst du, jetzt bin ich am Anschlag. Oder es transferiert nicht. Oder wenn der Fahndungsleiter bestimmt auftritt, dann wissen die draussen natürlich, hey, das führt zum Erfolg. Wir ziehen mit, wir tragen den Gedanken. Und wenn das irgendwie eine schärfende Stimme ist, die untergeht, dann glaubt niemand mehr an Erfolg. Oder also ich denke, das ist schon ein entscheidender Faktor, den man nicht außer Acht lassen darf. Heute tönt Markus Hallers Stimme besser. Zuvor wäre eine Ansprache wie hier an dieser Militärübung beinahe unmöglich gewesen. Seine Sprachkraft fehlte überall, auch privat. Das meiste, was mir gefällt hat, ist die Stimmung. Die Stimme hat ja mit Stimmung zu tun. Wenn ich mit meiner Frau rede, sagt das böse, dass ich verärgert bin oder wenn ich ihr Liebe etwas sagen will, das war irgendwie nicht mehr möglich. Es ist alles nur so röchelnd und gleichmässig vor sich gegangen. Und ich konnte gar nicht mehr modulieren mit der Stimme. Und das ist noch ganz
speziell. Man kann im Gespräch, gibt man ja auch nonverbal oder auch vielleicht nur von der Tonlage, gibt man viel weiter. Und das ist alles, die Komponente war komplett ausgeschaltet. Markus Haller und Esther Brechbühl entschieden sich zu einer Stimmlippenoperation. Hier am Universitätsspital Zürich. Esther ist unterwegs zur OP. Diese wird jetzt dann gleich ambulant und ohne Narkose durchgeführt. Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja, ich habe ein bisschen Respekt vor dem Eingriff, aber ich hoffe wirklich, dass das jetzt der Anfang ist von meiner neuen Stimme. Und wenn die Therapie anschlägt, dann wäre das etwas, was ich alle 3 Monate machen würde. Das heisst, das wäre heute der Anfang von einer neuen Routine. Der Arzt, der den Eingriff durchführt, bringt Esther Brechbühl in den OP-Raum. Dürfen Sie gerne hier rein. Frau Dr. Hegemann, kennen Sie ja. Zuschauer sind dort nicht erwünscht, da die Injektion für die Patientin wegen des Würgereizes extrem unangenehm ist. Also die große Aufgabe ist jetzt quasi, durch den Mund an das Zielorgan zu kommen. Und das ist hier der Kehlkopf, der liegt ja tief hinter dem Zungengrund. Der Patient, die Patientin muss dann selber die Zunge halten und zwar wirklich, ich sage immer, bis zum Knie ziehen. Sie atmet durch den Mund und ich kann dann wirklich mit einem starren Endoskop, was dann 90-Grad-Winkel hier in den Kehlkopf direkt hineinschauen, sehe die Stimmlippen, die Taschenfalten des Kehlkopfs und kann dann gezielt 4 Injektionen vornehmen und in 5 Minuten ist es dann erledigt. Für die Behandlung der Fehlfunktionen verwendet Jörg Bohländer Botox und Hyaluronsäure. Beides Mittel aus der Schönheitsindustrie? Genau, weil wir Medikamente benutzen, die teilweise in der Schönheitschirurgie eingesetzt werden, wo sie in der Bahnhofstraße meinetwegen noch ein Küppli dazu kriegen. Bei uns gibt es kein Küppli. Das heißt, hier wird betäubt. Die machen da nichts im Gesicht, sondern es sind wirklich Eingriffe, die sind medizinisch indiziert. In den Muskel von Esther Brechbühls Stimmlippen spritzt Jörg Bohländer Botox. Das Mittel bewirkt, dass ihre Lippen ruhiger und gleichmäßiger schwingen. Markus Hallers gelähmte Stimmlippe füllt der Arzt mit Hyaluronsäure. Wie ein Pneu wird die Stimmlippe damit aufgepumpt. Der Spalt zwischen den Lippen kann so wieder schließen. Die Stimme wird satter und lauter. Am Tag nachher, als ich das erste Mal etwas gesagt habe, das war wie Weihnachten. Das ist gewaltig. Du merkst, die Stimme kommt wieder. Es ist natürlich nicht super stark am Anfang, oder? Aber ein Riesenunterschied. Das war signifikant. Das sind Welten. Markus Hallers Stimme klingt nicht wie früher. Und alle 3 Monate muss er den Eingriff wiederholen, ein Leben lang. Denn der Körper baut das Hyaluron immer wieder ab. 4 Monate nach Esthers Eingriff. Gerade hat sie die 2. Injektion hinter sich. Die Botox-Menge wurde angepasst und die Stimmverbesserung ist im Vergleich zum ersten Mal im Dezember deutlich hörbar. 14. Dezember, erster Tag nach dem Eingriff. Ich habe das Gefühl, es war besser, vor allem mit dem Stocken, aber noch nicht ganz so wie gewünscht. Es ist Ende März. Gut 10 Tage nach dem Eingriff der 2. Botox-Spritze. Und meine Stimme ist sehr viel besser. Ich bin sehr zufrieden im Vergleich zu vorher. Es sind Welten dazwischen. Ich werde sehr viel angesprochen, auch von Leuten, die sagen, hey, du hast deine Stimme wieder. Und so schön, dich zu hören. Und das ist mega schön. Auch wenn ihre neue Stimme weniger stabil ist als die alte, für Esther Brechbühl ist ein großer Teil an Lebensqualität zurückgekehrt. Unterwegs erzählt mit Julia, dass die Stimme wie ein Seismograph funktioniert. Veränderungen können das Zeichen auch für schwere Krankheiten sein. Darum mache ich im Sing-Stimmzentrum zuerst einen Abstecher zur Ärztin und Stimmspezialistin Salome Zwicky. Danke. Bis nachher. Bis nachher. Grüezi. Daniela Lager, Puls. Ich bin mit der Salome Zwicky verabredet. Ja. Grüezi, Frau Lager. Grüezi. Ja, mich auch. Können Sie gerade Mikro, bitte? Ja, gern. Wie schnell muss man tatsächlich etwas unternehmen, wenn sich die Stimme verändert? So, bitte schön, nehmen Sie Platz.
Frau Zwicky, jetzt haben viele da in den letzten Wintermonaten Verkältungen gehabt, haut einmal mich auf die Stimme. Wegen ein bisschen Heiserkeit geht man eigentlich nicht zum Doktor normalerweise. Wann soll man sie als Ärztin trotzdem aufsuchen bei Stimmproblemen? Es gibt eine Regel, die sagt, wenn eine Stimmstörung länger als 3 Wochen dauert, sollte man es mal anschauen lassen. Salome Zwicky Beck ist Spezialistin für Hals-Nasen-Ohren-Krankheiten. Und sie therapiert Stimmstörungen. Die Stimme kann ja auch ein Frühwarnsystem sein, das einem zum Beispiel Krankheiten wie Parkinson oder ALS könnte anzeigen. In dieser Richtung wird im Moment intensiv geforscht. Was halten Sie von dem, die Stimme als Seismograph für Krankheiten? Also das Allerwichtigste ist, dass man einen Krebs erkennen an der Stimmstörung, wenn der primäre Tumor am Stimmband ist, was er häufig ist. Mhm. Und darum gibt es auch die 3-Wochen-Regel, warum man nach 3 Wochen Stimmstörung Stimmstörung abklären soll. Das andere ist, das sind Messungen, wo man Stimmklänge analysiert, elektroakustisch. Und da gibt es wahrscheinlich schon Hinweise auf gewisse Sachen, hauptsächlich eigentlich auf die Art und Weise, wie das Stimmband schließt. Also wie viel Luft das durchgeht, in welcher Zeit, wie die Regelmäßigkeit ist von der Schwingung. Und da denke ich schon, dass man gewisse Sachen erkennen kann. Frau Zwicky, wenn Sie nervös sind, was passiert mit Ihrer Stimme? Passiert etwas? Ja, sie wird so ein bisschen unsicherer, ja, und vielleicht ein bisschen höher. Okay. Als ich normal rede. Dann ist die Trockenheit im Mund, die dann auch ein bisschen stört, ja, mit der Stimmgebung. Aber wahrscheinlich am Menschen ein bisschen höher und ein bisschen weniger klar geführt. Kennen Sie diese Situation? Sie haben den Text 1000-mal geübt. Vor Leuten versagt dann aber die Stimme. Der Mund wird trocken und das Herz schlägt bis zum Hals. Was tun bei Lampenfieber? Also wenn man total nervös ist vor dem Auftritt und es geht alles zu, die Kehle geht zu, das Erste, den Zustand nicht bekämpfen. Es geht auch mit pochendem Herzen. Eine Nasenatmung, das geht so. Ich tue 4 Schläge lang einschnaufen durch das eine Nasenloch. Dann hebe ich beide Nasenlöcher zu und tue auf 4 zählen und die Atmung anhalten. Und dann durch das andere Nasenloch aus. Und jetzt geht es weiter, 6, 7, 8. Ich mache einmal etwa bis 13. Und dann kann ich relativ schnell innerhalb von ein paar Minuten meine Atmung, meinen Puls auch oben abholen. Wenn ich Lampenfieber habe, dann finde ich es ganz wichtig, dass ich meine Aufmerksamkeit immer auf meine Tätigkeit richte. Ganz abbrechen. Was ist mein Thema? Jetzt entspanne ich kurz meine Schultern. Entspannen. Eins ums Nächste, Schritt für Schritt gehen. Julia und ich sind schon mitten im Coaching. Ich habe ihr verraten, dass ein Happy Birthday in geselliger Runde ein Horror ist für mich. Also wenn wir jetzt das mal zusammen singen? Okay. Also. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday. Happy Birthday. Furchtbar. Was ist jetzt furchtbar? Es hat jeden Ton gestummt. Nein. Es tönt auch wirklich schrecklich. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber unten. Happy Birthday. Das spürt man so, irgendwie eine Resonanz. Das, oder? Ja. Und wenn jetzt noch einen höheren nehmt, nochmal. Happy Birthday to you. Wo ist das? Das ist da. Ist da oder ist vielleicht sogar, könnte auch noch höher sein. Ja. Also, kannst du so gehen? So, wow! Nein. Nicht? Nein, kann ich nicht. Aber wenn du U machst, so, juhu! Juhu! Eben, ja. Es sieht aus, als könnte ich physisch höhere Töne korrekt singen. Aber mein Kopf will es nicht. Und es ist tatsächlich so. Tiefe Stimmen gefallen mir extrem viel besser. Ich bin der Raffi. Ich bin der Willi. Wir sind 2 angehende Ärzte und checken für euch die Wirkung von Stimmen aus. Genau. Wenn jemand anders tönt, als wir es gewöhnt sind, dann nehmen wir die Person ganz anders wahr.
Jetzt kann man sich fragen, wieso jemand so anders wirkt, wenn er anders tönt. Ich sehe ja immer noch gleich aus und der Inhalt von meinen Worten oder meine Aussprache mit Dialekt ist immer noch gleich. Die Stimme ist aber eine wichtige Dimension von unserer Identität. Wir gewöhnen uns daran, wie jemand tönt, was für eine Stimmhöhe er oder sie hat. Wie hoch unsere Stimme tönt, ist auch stark durch soziale Erwartungen und Konventionen geprägt. Am deutlichsten zeigt sich das bei Frauen. Studien aus verschiedenen Ländern, von Australien über Deutschland bis in die USA, zeigen, dass Frauenstimmen in den letzten Jahrzehnten im Schnitt tiefer wurden. Der Unterschied zwischen Männern- und Frauenstimmen ist nicht mehr eine Oktave, sondern nur noch ein Quint. Der Frequenzunterschied ist also nur noch halb so gross. Wieso, ist schwierig zu sagen. Es gibt Hinweise, dass Frauen, die tiefer reden, mehr verdienen und einen höheren Status haben. Wir assoziieren tiefere Stimmen mit mehr Durchsetzungskraft und Dominanz. Das heisst, wir wählen eher Politikerinnen und Politiker oder CEOs, die tiefer reden. Das ist sogar im Tierreich so. Dominante Exemplare geben tiefere Laute von sich als die, die weniger zu sagen haben in Gruppen. Bei Frauen werden höhere Stimmen offenbar als attraktiver eingeschätzt. Aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Sie sollten also nicht ganz tief und auch nicht ganz hoch reden. Also bei den Frauen, wenn sobald die Stimme zu hoch ist, finde ich es eher unangenehm. Bei den Frauen finde ich die höhere Stimme schöner. Also irgendwie noch schwierig, hä? Ja, voll. Ein Hinweis auf das ist auch eine Studie, die zeigt, dass Frauen tendenziell eine höhere Stimme brauchen, wenn ihnen ein Mann gefällt. Männerstimmen hingegen wirken attraktiver, wenn sie tiefer sind. Hello? What up, baby? What the fuck? Tja, bei der Stimme sind klischierte Stereotypen noch ganz tief verankert. Die Höhe der eigenen Stimme kann man auch ganz ohne Gas verändern. Und zwar mit erstens Stimmtraining. Ein berühmtes Beispiel dafür ist Margaret Thatcher, eine Premierministerin von Großbritannien aus den 80er Jahren. Im Verlauf ihrer Karriere hat sie ihre Stimme deutlich abgesenkt. Wir haben sie zwar auch nicht gekannt, aber die Videoaufnahmen von ihr sind der Shit. I've done a good deal of other speaking. I think we should have to make up our minds about the cabinet very quickly. Das Ziel eines Stimmtrainings ist, dass du möglichst natürlich redest und ohne besonders Kraftaufwand. Also weniger kopfig, weniger mit Druck, mehr mit Körper und Resonanz. Das braucht natürlich Übung und Selbstbeobachtung, bringt aber erstaunliche Resultate. This is trans voice training for dummies. This is a 5-step process, starting from a voice that sounds like this. Mit der eigenen Stimme zufrieden sein, ist gar nicht so einfach. Besonders wenn man sie dauernd hört auf Sprachnachrichten oder in den Videos. Auf Aufnahmen habe ich das Gefühl, ich töne sehr hoch und das ist ein bisschen wenig. Ich würde noch einen sonoreren Klang wünschen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass meine Stimme zu tief ist. Seine eigene Stimme gehört, das klingt einfach ein bisschen komisch. Ja. Ich würde es ein bisschen tiefer, aber so ein bisschen voller, dass man so, wenn man redet, wie so ein bisschen den Raum ausfüllt. Neben der Stimmhöhe kann man auch die Stimmqualität verändern. Und das hat Einfluss auf die Wirkung. Man kann zum Beispiel ganz press oder ganz nasal reden. Oder du redest mit so einer klaren Stimme. In den USA ist es ziemlich im Trend. Man sagt dann auch Walker Fry oder Creaky Voice. What can I get you? I'd like a large coffee. Okay, so hot coffee? Hot coffee. Okay, room for cream? Totally leave room for cream. Why are you talking like that? Wie gesagt, wie wir reden, ist nicht nur von Biologie, sondern auch von Trends abhängig. Offenbar macht man mit einer creaky voice eher so einen gelangweilten und coolen Eindruck. Schon sehr cool. Gell? Bleibt cool und tschüss zusammen. Julia, sag mal das Vocal Fry. Ist das ein Problem für die Stimme? Also wenn man so ja, genau. Nein, wenn man das sehr entspannt macht, ist das überhaupt kein Problem. Also das ist einfach so Hast du das auch schon gemacht? Dann soll man einfach nicht zusammendrücken, den Hals, okay. Sozusagen. Oder ja. Die Stimme, Lippen und sondern mit Luft eigentlich, mit einem Luftdurchfluss. Dann, ja, ist, es kein dann ist es kein Problem. Ich habe das Gefühl, dass es ja vor allem Frauen sind, die mit ihrer Stimme nicht happy sind. Ist das der tiefste Eindruck? Ja, ich denke, dass einfach tiefe Stimmen sind einfach besser gewertet vielleicht. Oder? Ja. Also so. Warum also, denn das? Ich glaube, so vertrauensvoll. Also, ich glaube, es gibt ja auch irgendwelche Studien, dass man tatsächlich den Leuten mehr vertraut, wenn sie tiefere Stimmen hat, okay. Sie für kompetenter halten. Und da wir jetzt einfach als Frauen die höheren Stimmen mal von Natur aus haben, ist das vielleicht jetzt mehr ein Thema geworden, dass man dann auch seine Stimme ein bisschen künstlich senkt. Das sieht man aber bei den Männern genauso. Sie schämen sich einfach nicht dafür. Okay. Also spannende Informationen, wo auch ich wieder einiges mitnehmen kann. Julia, ich möchte dir ganz herzlich danken.
Macht ihr das auch, das Vocal Frying, oder dass ihr probiert, eure Stimme tiefer zu legen? Schreibt uns, mit welchem Erfolg dass ihr da dabei unterwegs seid. Oder auch, wenn ihr Tipps habt gegen Heiserkeit oder wie man seine Stimmbänder fit behaltet. Da unten in den Kommentaren hat es Platz. Kolleginnen und Kollegen von Einstein haben mal geschaut, was Stimme und Charisma mit dem Erfolg und der Beliebtheit von Politikern zu tun hat. Da ist der Pfad zu dieser Sendung. Und wenn ihr mehr von uns hören wollt, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Wir haben Spass, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei sind. Für heute sagen wir Ade und Tschüss. Bleibt gesund.